Heute wollen wir euch mal die Kanalgeschichte von unserem Kanal und vor allem auch die Entstehungsgeschichte von unserem Kanal erzählen. Denn viele von euch, die kennen uns vielleicht auch gar nicht näher oder haben gar keine Ahnung, wie es eigentlich zu Lords of the Paradies gekommen ist. Also es begann alles damit, dass wir im Jahre 2014 in die Kinovorstellung von Godzilla sind. Und ins Kino sind wir drei und Bela gegangen. Und dann haben wir den Film angeguckt und fanden ihn ziemlich scheiße. Und damit hat alles angefangen. Ja, wir sind dann auch zu viert, ein Vierteljahr später oder so, zusammen in Urlaub gegangen auf die Alm in Südtirol. Dann war uns da ein bisschen langweilig, wir wussten nicht, was wir machen sollen. Und dann haben wir einfach am Himmelsrand eine Bergkette gesehen, der uns sehr an Godzilla erinnert. Und dann haben wir einfach aus Langeweile mit dem Handy einen Kurzfilm gedreht, und zwar Godzilla. Den kennen ja sicherlich viele von euch, wenn nicht, dann solltet ihr das dringend nachholen. Weil wir so viel Zeit hatten, haben wir gleichzeitig auch noch die Eria-Parodie gedreht. Beides in der Infobox verlinkt. Ja, und die habt ihr sicherlich auch schon gesehen, aber ihr könnt sie nochmal anschauen. Und ja, die zwei Videos haben wir gedreht und das hat uns ziemlich viel Spaß gemacht. Und dann sind wir eines Nachts auf eine grandiose Idee gekommen. Ja, wir saßen so zusammen nach diesem Drehtag und wir haben gemerkt, es macht uns wahnsinnig viel Spaß, Videos zu drehen. Dann dachten wir uns, hey, wir starten einen YouTube-Kanal, wir brauchen irgendeine grandiose Idee. Und dann hatten wir einfach die Idee des Jahrhunderts, und zwar einen YouTube-Kanal zu machen, wo wir Tee kritisieren. Good afternoon, Freunde des Tees. Heute testen wir für euch die erste Teesorte. Das ist ein Schwarztee von der Teemarke Teekanne. Mr. Moore, glauben Sie, der Tee hält, was er verspricht, nämlich ein echtes Teeerlebnis und einen fabelhaften Geschmack? Lasst es uns ausprobieren. Das ist mein Arsch. Das ist alles mein Arsch. Ja. Oh. Prost. Wie findest du den Tee? Geil. Ja. Es geht so. Wie so, wie gut mein Buch halt. Ihr seht, es hat überhaupt nicht funktioniert und an dem Tag, das war so ein Tag in dem Sommer 2014, da hat es 38 Grad gehabt. Wir waren komplett durchgeschwitzt, es hat nichts funktioniert, alles war scheiße. Und dann haben wir gedacht, hey, wir drehen noch eine Parodie. Und weil wir so einen Frust hatten, haben wir gedacht, wir drehen eine Rammstein-Parodie. Und dann sind wir richtig abgegangen und dachten uns, hey, jetzt haben wir schon die dritte Parodie gedreht. Eigentlich sollten wir uns doch umentscheiden und nicht Videos über Tee machen, sondern Parodien drehen. Und der Channel war ja schon erstellt und wir wollten den jetzt nicht leer lassen. Und dann haben wir den einfach umgenannt und als erstes, glaube ich, die Eria-Parodie erstmal hochgeladen. Genau. Danach folgten dann weitere Videos, wie später Baking Bread, der Teaser zum Ankündigungsvideo und viele weitere Werke wie Ruhe Teil 1. Übrigens kommt da bald der zweite Teil, wie auch von Godzilla. Und Baking Bread vielleicht. Baking Bread vielleicht. Und so haben wir dann ein Video nach dem anderen gedreht und hatten da viel Spaß zusammen. So, und dann passierte etwas ziemlich Furchtbares. Und zwar wurden wir gehackt. Unser ganzer Kanal, alle Videos waren weg, alle Aufrufe, alle Abos, einfach weg. Dann haben wir uns aber trotzdem entschieden, wieder weiterzumachen. Und ab diesem Zeitpunkt kam dann auch Louis dazu. Und dann kam schon der zweite Rückschlag. Ja, das war nämlich so, dass wir ein paar Videos gedreht hatten, zum Beispiel das Halloween-Video, wo Bela dann nicht dabei war, weil er chronischen Durchfall hatte. Ja, und dann musste Bela leider austreten. Warum genau, wissen wir nicht. Ja, das war schon, es war schon ein schwerer Schlag, aber wir waren trotzdem motiviert weiterzumachen.
Und wir hatten ja Louis als vierten Mann. Ja, und dann, ihr erinnert euch sicher noch an das News-Video, wo plötzlich noch mehr Verstärkung kam. Als plötzlich Horny aufgetaucht ist, ja? Eine Wahnsinnsgeschichte. War einfach plötzlich da. Und hat uns bei ein paar Videos geholfen und mitgemacht. Wir haben Horny geholfen. Aber auch recht schnell wieder einfach weg gewesen. Wieder weg gewesen. Wir wissen immer noch nicht, wo er ist. Also melde dich. Und nachdem er dann weg war, haben wir überlegt, wir brauchen doch schon nochmal jemanden neuen. Und ab dem Zeitpunkt war dann David dabei. Den kennt ihr auch sicherlich. Zum Beispiel aus der Una-Parodie aus der zweiten. Der Typ ohne T-Shirt. Der Typ ohne T-Shirt. Das ist David. Der ist jetzt leider nicht hier dabei. Schade, ja. Also hier sitzen jetzt Lords of the Parodies plus David noch, der jetzt leider nicht hier ist. Ja. Also aktuell sind wir die kreativen Köpfe hinter Lords of the Parodies. Genau. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Abo da lasst. Wir geben uns hier wirklich Mühe, Videos zu drehen für euch. Das macht uns auch wirklich Spaß, das ist auch ein Herzensprojekt. Ja, wir machen das nicht nur wegen dem Geld. Es wäre auch schön, wenn ihr zum Beispiel euren Freunden oder eurer Familie einfach mal unseren Kanal zeigt. Dann spricht sich das vielleicht ein bisschen rum, wir bekommen mehr Abonnenten, wir freuen uns, wir sind motivierter, Videos zu machen. Wir kriegen mehr Geld. Ja, und wir müssen nicht mal in der Brücke wohnen. Ja, wir müssen nicht mal in der Brücke wohnen. Vielleicht können wir uns auch sogar ein größeres Fass leisten beim nächsten Mal. Ja. Hashtag Fasslife. For life. Jetzt ist Schluss für heute. Abonnieren und liken nicht vergessen. Und ich würde sagen... Tschau, tschau, tschau.